Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, ich weiß ja, dass viele von euch schon gar keinen Schnee mehr sehen können. Und ich freue mich, wir haben heute Nacht den ersten Schnee diesen Winter gekriegt. Auch wenn es nur 1 bis 2 Zentimeter sind, wollte ich deswegen natürlich heute raus. Seit Freitag warte ich auf den Schnee hier. Freitag wurde das erste Mal im Wetterbericht gesagt, dass es auch mal bis ins Flachland, bis nach hierhin schneien soll. Und ja, deshalb habe ich mir heute eine Tour rausgesucht auf ganz einfachen Wegen. Also fast nur Waldautobahn, wenn man so will. Weil ich ja auch nicht wusste, wie viel Schnee kommt. Ja, ich habe mir gestern den Bart abgenommen und alter Schwede, jetzt ist hier knapp um die 0 Grad rum und das ist kalt im Gesicht, da glaubt er gar nicht. Deswegen habe ich schon das Buff bis ans Kinn hochgezogen. Merkt man schon, dass der Bart nicht mehr da ist. Ja, grobe Richtung heute. Einmal zum Feuerwachturm in der Hart und dann eventuell noch beim Köhler vorbei und dann zum Bahnhof Haltern. Dann fahre ich mit dem Zug zurück. Ja, so nach und nach schneit es immer noch so ein ganz kleines bisschen dazu. Aber so ab 11 Uhr soll Regen einsetzen. Ist sowieso schon am Tau, man hört es von den Bäumen tropfen. Also wir haben knapp über 0 Grad. Also denke mal, heute Abend wird man davon so gut wie gar nichts mehr sehen. Und morgen früh wird alles weg sein. Ja, tatsächlich bin ich ein bisschen überrascht, wie viele Spuren hier schon im Schnee sind. Ich meine, okay, so ganz früh bin ich auch nicht los, weil es erst noch recht dunkel war. Trotzdem hätte ich das jetzt nicht erwartet. Ja, es ist nicht viel Schnee, aber sollte das der einzige Schnee dieses Jahres sein, dann war ich wenigstens heute draußen. So, an der Halter Pforte überquere ich die Straße und dann geht's hier wieder in den Wald rein. Und wie man da hinten sieht, es sind einige Schneeliebhaber heute unterwegs. Kann ich mir gerade fast nicht vorstellen, dass in ein paar Stunden schon wieder alles weg sein soll. Ja, mittlerweile bin ich hier auf dem Herzogsberg. Noch gar nicht mehr allzu weit weg vom Rennberg-Gipfel, also vom Feuerwachturm. Mal gucken, was da oben heute los ist. Wenn es da ruhig ist, koche ich mir ein Käffchen und eine kleine Tassensuppe. So, Käffchen getrunken, Suppe gegessen. Da ist der Turm. Als ich ankam hier, war alles ganz ruhig.
kaum habe ich gesessen und meinen Rucksack ausgepackt, kamen die Leute, aber da habe ich, mein Gott, da habe ich gedacht, ich packe jetzt nicht die Sachen wieder ein. So, nächstes Ziel ist, glaube ich, der Köhlerplatz. Jetzt nicht auf dem kürzesten Weg zum Bahnhof. Ja, vom Sitzen habe ich jetzt kalte Hände gekriegt. Aber ich habe beschlossen, ich ziehe trotzdem noch erstmal noch keine Handschuhe an. Erstmal gucken, ob da nicht auch so geht. Ich glaube, dass es wohl auch um einiges wärmer geworden ist. Ich habe leider den Temperaturfühler von meinem Navi am anderen Rucksack hängen. Hier ist auf jeden Fall schon wesentlich mehr Schnee weggeschmolzen. Ja, ich habe gerade gemerkt, dass ich nach der Pause ganz vergessen habe, die Daunenweste, die ich drunter gezogen habe, auszuziehen. Aber da vorne kommt die Köhlerhütte. Da kann ich den Rucksack mal absetzen, dann ziehe ich die Daunenweste wieder aus. Da vorne kommt die Köhlerhütte. Dann mache ich nochmal eine Mini-Pause. Wie gesagt, einmal die Daunenweste ausziehen. Ja, jedes Jahr zum Ende April wird hier ein Holzkohlemeiler aufgebaut. Und zum 1. Mai ist dann hier ein großes Fest im Wald mit Feuerwehrkapelle und Grill und keine Ahnung was. Dann wird hier der Meiler für das Jahr in Betrieb genommen. Ist hier immer ein ziemlich großes Event bei Flasheim. Und dann irgendwann im Laufe, ich weiß jetzt nicht, ich glaube nach 3 Wochen oder 4 Wochen ist der Kohlemeiler dann soweit fertig, dass man ihn ablöschen kann und die Holzkohle ernten kann. Ich werde dann mal die Weste ausziehen. So. Und weiter geht's. So, und vom Kohlemeiler steige ich dann jetzt ab nach Flasheim. Da geht es dann einmal über den Kanal und dann am Kanal entlang nach Haltern. Na, da vorne komme ich dann schon aus dem Wald raus. Da ist der Wanderparkplatz mit dem großen Spielplatz. Ups. Dann geht es durch Flasheim durch Richtung Kanal. Sagen, wir sehen uns am Kanal wieder. So, jetzt bin ich in Flasheim. Geht's einmal über die Straße, dann hier an der alten Kirche vorbei zum Kanal. So, da im Hintergrund erkennt man die Schleuse Flasheim. Der Kanal und da geht es jetzt entlang bis nach Haltern. So, drückt mir mal die Daumen. Also laut Wetterbericht soll es eigentlich schon seit 11 Uhr regnen. Wir haben es jetzt kurz nach 8:12. Bis jetzt ist noch nichts runtergekommen. Ich denke mal, in einer Stunde sollte ich in Haltern am Bahnhof sein. Drückt mir mal die Daumen, dass es nicht vorher anfängt zu regnen. Muss ich jetzt auch nicht mehr haben. Das Wasser. Ja, da unten, wo die Treppe zu sehen ist, da ist die Selbstbedienungsfähre, aber die ist auch erst ab Mai wieder in Betrieb, wenn überhaupt dieses Jahr. Ja, jetzt laufen wir hier ein Stückchen auch auf der Römer-Lippe-Route. Da vorne wäre auf jeden Fall ein Abzweig davon, wo es dann durch die Westrupper Heide Richtung Haltern weitergeht.
oder geradeaus geht die Hauptroute weiter. Kommt die Isabel 2. Nee, 1 und 2 ist ein Schubverband. Hier am Kanal macht es natürlich mit dem Fahrrad viel mehr Spaß, aber ist halt der günstigste Weg zum Bahnhof hin. Von daher habe ich halt diesen gewählt. Schöner geht immer. So, ich werde jetzt gleich den Kanal verlassen, dann nach Haltern rein. Das ist nicht so interessant, deshalb werde ich mich jetzt hier schon von euch verabschieden. Ja, ich hatte Spaß heute, auch wenn nicht viel Schnee war. Aber immerhin habe ich schon mal ein bisschen was gesehen dieses Jahr. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.